Willkommen zurück, meine Freunde, zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir befinden uns hier immer noch in Ostengraf, zusammen mit der guten Lydia. Und wir suchen den verschollenen Helm von... Ah, shit. Da sollten wir nicht drauf treten. So, naja, einmal ausgelöst, dann ist wahrscheinlich gut. Geht's noch hier hinten lang? Da zeigt ja auch unser Questpfeil hin. Ach, wir kommen dann doch gar nicht erst darunter, wo ich gerade dachte. Hi. Und du hast nur ein Schwert, du wirst uns nicht gefährdet, du da drüben auch. Dann plündere ich den hier erstmal. Ah, damit halten wir eh das Spiel an. Ich zünde schon mal an, gell? Und du da hinten? Alles fit? Hallo. So. Ach, der kommt jetzt auch. Das ist ja schön. Komm mal her. Kleine Eisschlampe. Wow, ich bin runtergefallen. Naja. Stirb. Einhändig verbessert. Sehr schön. So. Ich gehe drin. Natürlich gehe ich nochmal hier hoch. Dass ich auch nichts verpasst habe. Sieht aber nicht so aus. So. Außerdem kann uns dann Lydia folgen. Okay. Quicksave. Umsehen angesagt. Wo fangen wir an? Wo geht's denn hier hinten rein? Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Die wir mal reinlinsen. Ein Stahlschild. Gibt es natürlich mehr Rüstung, da wir es ja momentan selbst nicht angelegt haben. Wir besitzen ja bereits schon ein Stahlschild. Und das ist nur ein kleiner Heiltrank, brauche ich nicht. Da lag zwar noch einer auf dem Boden, aber den gucke ich mir jetzt nicht extra an. So, was haben wir hier noch? Weizen. Nee, solange das kein Weizenbier ist, nehmen wir es auch nicht mit. Was haben wir hier noch? Krug, bisschen Gemüse, Lavendel. Habt ihr hier nur so einen Schrott rumliegen? Habt ihr hier nichts Anständiges, was man mal gebrauchen könnte? Auf den Thron setze ich mich jetzt mal nicht. Versperr mir nicht die Sicht. So, was haben wir hier? Käse. Eidarer Käsescheiben. Ziegenkäserad. Also, ich muss sagen, die Daugre stehen anscheinend auf Käse. So, haben wir hier noch was in dem Schrank? Nein, dann machen wir einen Quicksave und... betreten mal weiter die Höhle. Wo auch immer wir hier noch hinkommen werden. Ach, jetzt kommen wir hier oben dann rüber. Okay. Drüben liegt nix. Lalalalala. Haben wir hinten irgendwo irgendwas versteckt? Sieht nicht danach aus. Da ist Öl auf dem Boden. Diesmal sehe ich's. Quicksave, falls er gleich ein Fight ist. Oh. So, dich zünden wir schon mal an. Noch jemand? Oh, wir hatten Stufenaufstieg. Nice! So, du hast auch noch 5 Gold dabei. Was ist das? Das Block mit einem Schild absorbiert 10% mehr Schaden. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was haben wir denn da? Aktivieren Griff. Alright. Quick Save, falls da jetzt irgendwo irgendwas rauskommt. Was habe ich denn jetzt geöffnet? Ich hab's nicht gesehen. Nochmal Quick Save. Dann gehen wir erst hier rein. Achso, hier ist ein Arkaner Verzauberer. Kleiner Seelenstein. Sehr schön. Lydia gibt uns Rückendeckung, während wir hier die Truhe durchsuchen. Dietrich. Eisenpfeile. Zaubertrank der Heilung. Das ist schon größere Heilung. Nehme ich mal mit. Ah, okay. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder raus. Okay, nice. So,
Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ich aktiviere den jetzt nochmal. Okay, dann geht hier das erste Tor runter. Alles klar, alles klar. Dann müssen wir auch schon weiter. Schauen wir auf die Karte. Ah, die Höhle scheint noch... Ah, wir kommen jetzt also doch noch hier unten. Upsa. In diese große Höhle. Und hier ist unser Questfall. Der ganz hinten. Oh je. So, vorher aber... Nein, das nicht, sondern hier... Stufenaufstieg. Wir gehen... auf Ausdauer. So, ansonsten... schauen wir mal... Einhändig. Einhändig. Hier können wir nichts machen. Wie viel brauchen wir hierfür? Erfordert 50, wir haben erst 48. Mist. Nee, dann hebe ich mir den Punkt auf. Würde ich mal so behaupten. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Oh je, ein Trollschädel. Leichte Anfälligkeit für Blitz. Nehmen wir mit. Hier haben wir nix. Wer macht hier eigentlich hier die ganzen Kerzen an? Ich nehme nicht an, dass es die Traugre sind. Okay, jetzt sind wir hier in dieser großen Halle. Das speichere ich nochmal vorsichtshalber. Da oben waren wir ja vorhin. Regnet es hier rein? Ne, das wird einfach nur Dreck sein, der hier runterbröckelt. Und hier haben wir natürlich schon die ersten Draugre. Wir müssen dann dahinter. Naja, killen wir die erstmal. Hey, du da, komm mal her. Ah, ne, das sind Skelettkrieger. Sind hier noch mehr? Da oben latscht noch einer rum. Besuchen wir die erstmal. Nordpfeile. Ah, da kommt schon der nächste. Stirb. Was ist mit dir da oben? Oh. Was ist hier los? Da ist ein Trauge anscheinend in diese Feuerfalle gelaufen, oder was auch immer das ist. Kann man die irgendwie auslösen? Ich speichere mal, bevor ich darüber renne. Ach, Lydia, du bist doof. So, hier oben war doch... Ah, da ist er. Ah, da haben wir sogar Zerstörung mal ein bisschen verbessert. Das ist doch gut. So, was haben wir hier? Seelenstein. Makellose Granaten. Wir brauchen makellose Amethysten. Für diese Quest mit dem E-Ring oder was das da war. Oh, wie komme ich denn da hin? Hm. Oh. Da habe ich noch was gehört. Ja, ich dachte, da wäre noch ein Skelett irgendwie gekommen. Lydia, kommst du da runter, bitte? Das wäre sehr nett. Zaubertrank des Kriegers. Lassen wir mal den Zaubertrank des Kriegers sein. Mana-Trank. Brauchen wir auch nicht. So, was haben wir hier noch? Können auf jeden Fall noch da runter. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir hin müssen. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ah, Lydia ist auch schon wieder da. Doch, ich nehme an, da oben... Aber nee, das wäre... unsinnig. Gibt es da vielleicht ein neues Wort zu lernen? Das sieht sehr stark danach aus. Vor allem, wir lernen die ganze Zeit neue Worte. Aber, töten keine Drachen. Naja, egal. Gelernt ist gelernt. Her damit. Worte macht gelernt. Dahin schwinden. Ätherische Gestalt. Sehr schön. Vielen Dank. So, ich nehme mal an, wir müssen über die Brücke da oben. Das ist schon mal gut, dass wir nochmal runtergegangen sind und dadurch ein neues Wort gelernt haben.
Nice. So. Ich gehe jetzt mal hier oben über die Brücke. Da habe ich momentan mehr Lust drauf. Da unten war zwar noch da hinten irgendwas, was ein bisschen so erleuchtet war, da. Und da sind drei Steine. Mal reinlinsen, ob es sich gelohnt hätte. Vielleicht ist auch nur eine Fackel, keine Ahnung. Da oben ist ein Skelett. Machen wir erstmal die Skelette kalt. Ah, mit dem Feuerzauber, das ist schon... Naja, lass mal die Pfeile mal Pfeile sein. Wir brauchen sie eigentlich eh nicht. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. So, was haben wir hier? Begräbnisuhren, 3 Gold, makelloser Granatstein. Oh, ein Rubin. Zaubertrank der Kleinheilung. Brauche ich persönlich jetzt mal nicht. So, dann gehen wir mal hier runter. Okay. Wirbelwind Sprint. So. Shit. Wie kommen wir da rein? Okay, du öffnest das erste Tor. Du das zweite. Wie sollte ich da nur so schnell durchkommen? Frage ich mich da gerade mal. Achso, wir sollten nur einmal durch, dann kann uns Lydia wenigstens folgen. Sehr schön. Gut, Quick Save. Weiter geht's. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht. Vor allem nicht, wenn sich hier vor mir irgendwas bewegt. Mumifizierte Leiche. Spinny? Ich will kein Spinny. Das sind auf jeden Fall Feuerfallen. Ja, hier sind auf jeden Fall Feuerfallen. Lass mich mal kurz hier diese Leiche durchsuchen. Und Dietrich dabei. Wäre schon gut, wenn wir die irgendwie deaktivieren könnten. Ah, Lydia. Ja, rennen wir hier einfach mal durch. Aua, 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 aua. So, bisschen auf die Gesundheit achten. Das sieht ganz gut aus. Lydia, komm her, verdammte Scheiße. Mann, das war knapp mit der guten Lydia. Regeneriert sich zum Glück ganz gut. So, wir hauen uns auch gerade mal kurz eine Heilung drauf. Also... So. Okay, Quick Save. Spinnen looten. Aber die haben ja eh nur dieses Gift dabei. Ne, oh, ein Granatstein. Sehr schön. Was du? Auch nur Frostbissgift. Spinnei. Ekelhaft. Ah, hier liegen ja noch ein paar Leichen rum. Ist gut, die haben nämlich immer Gold einstecken. Ist auch nur ein Spinnei drin. Oh, bäh.
Okay, Moment. Quick Save. Okay. Noch ein Quick Save. Öffnen Holztür. Oh ja, wir sind ganz nah. Kurz hier durchgucken. Ich nehme mal an, da hinten auf dem Altar wird der Helm liegen. Das Ganze werden wir aber erst im nächsten Part erfahren, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.